Hallo, wir machen jetzt zweite Folge von Bottroper Döner testen. Wir sind jetzt vor Alanya in der, warte, ich sage euch die Straße. Ist auf jeden Fall ein Bottrop Boy. Das ist die Und Digga, du starrst schon Johannesstraße 7. krass in Kamera. Das ist direkt hinter uns. Und wir parken kurz um und dann testen wir den Döner. Machen wir. Tschüss, tschüss, tschüss. Leute, wir waren jetzt testen. Ich sag euch ehrlich, krasser Döner. Ja, war schon gut. Also, ich glaube 1000 Level über den letzten. Ja, das sowieso. Also ich würde sagen, Brot war krass, Fleisch war krass. Fleisch war jetzt nicht so besonders, aber das war so krass, wie heißt das, Würzung. Dann so Soßen waren halt krass, ne? Es gab so richtig viele, so viel Auswahl. Du hattest auch alle, ne? Ja, Ja, schmecken schon gut. Overall würde ich sagen 8,8. 8,8. Was würdest du sagen? guck mal, erstmal. Also, ich fand dieses Brot jetzt nicht so krass geil. Also, das war jetzt nicht so krass knusprig und so. Es war so Standardbrot, aber Ja, aber hat da schon geschmeckt, ne? hätte das so knuspriger gemacht, wäre das geiler. Fleisch, ja, ich mag diese Sorte Fleisch eh nicht. Das ist so voll komisches Fleisch. Das ist Ich so glaube, dass gestreckt und so. dieses Dingsfleisch, Gestreckt, so mit Hackfleisch und so. was man so kaufen kann, weißt du, die machen so nicht selber. Ach so, ja, das ist 100% nicht selber. Aber so, keine Ahnung, ich feiere das eh nicht so krass, aber so ging klar. Soßen, ich hatte Currysoße, die mochte ich nicht. Aber so, das halt einfach, weil ich das nicht mag. So, ich glaube, ohne Currysoße wäre das krasser. Salat war halt Salat. Das war so ein 7,2 Döner für mich. 7,2, boah, schon hart. Ja, also Ist so. aber schon lecker. Ja, so, wenn man jetzt 8 gibt, das ist schon hoch. Schon ein hoher Maßstab. Ich habe Deswegen. 8,8 gesagt, ne? Digga. Ja, okay, in Bottrop ist, glaube ich, immer so krass für den Döner. Aber Ja, so. du musst auf Bottrop Ja, aber so pendeln, ne? trotzdem so. Ja, also ich bleib bei. Ja, okay, sagen wir 7,5. Ich sag Okay. 7,5. Was Das jetzt. machen wir so overall? So auf unserer Rangliste? 8? Was? Ja, 8? 8. Okay, wir machen 8. Dann ist das jetzt unser 1-Döner. Ah, Dumme. Was sagst du? Also, mein Brot war eigentlich sehr knusprig, kann sein, weil ich nur eine Soße hatte, die Tzatziki-Soße. Und ich fand das Fleisch jetzt vergleichbar mit allen Dönerläden am saftigsten. Also, für mich wäre es schon eine 9. Also 8 insgesamt gerechtfertigt, würde ich sagen. Was hast du Straße gesagt? Alanya Döner, Johannesstraße 7. Johannesstraße Bottrop 7, Boy. Bottrop Boy. Einen Besuch kann man machen. Die haben so eine krasse Maschine. Ja, die haben Berggerät 2. Der Gerät 2. Drinne war ein bisschen schwierig aufzunehmen. Wir haben ein bisschen gemacht, aber ist halt laut gewesen und der Laden ist ziemlich klein. Deswegen, ja. Ja, wenn ihr im Bottrop Boy seid, dann geht das helfen. So kann man nichts falsch machen. Jo, jo, jo. Sonst, Wir testen noch, also so, wir hoffen einfach noch, den noch einen besseren Döner zu finden. ja. Schreibt Dings in Kommentare, Vorschläge. Da muss Vorschläge, ganz genau. einfach, ne? Ja, ich muss immer halten. Ja, und ja, wir sehen uns nächstes Mal, ne? Tschüss, 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 Bye, tschüss. bye.